Okay, ich versuche wieder so schnell zu sein, wie es geht, aber... Meine Seite lang nur. Seeping in and out of them. My friend Yurka, he starts screaming and he swats the lighter out of my hand. So I ran like hell back to the stations and nobody heard of them again. Fuck, that's intense. Hey, you hear the one about the Tunnel Master? No. Well, you know at the end stations of all the lines, where the tunnel terminates and guys make a fire, drink, cards. So, sometimes. One of those guys just stands up and walks off into the tunnel. And that's fucking terrible. So, who else is going? You're a bastard! Ah! Ah! Okay. Sehen. Nee, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich doch hier im Kreis gegangen. Ich verstehe es gerade nicht. Frauenstimme, aber das ging jetzt irgendwie zu schnell für mich. Aber hat's mir jetzt was gebracht? Ich weiß es nicht. Boah, ich muss mir das nochmal im Video anschauen, aber wo sind die denn jetzt hin? Die sind einfach rausgegangen, oder wie? Hier sind nur Sales. Benutze den Schienenwagen, um die Falle zu durchbrechen. Jo. Na dann, rums. Das war's. Aber super, wie wollen denn die dann mit der Karawane hier weiterkommen?
Das geht ja dann irgendwie auch nicht. Die müssen dann auch zu Fuß weiter. Wir haben wieder Nosales. Joey. Ein Riesenkampfareal. Speicherpunkt. Komm ich da irgendwie hoch? Nicht so wirklich. Keine Ahnung, ob ich hier auch schleichen kann bei denen. Aber eher, dass das nichts bringt, oder? Weil die wittern mich wahrscheinlich. Okay, was jetzt? Benutze die Signalglocke, um die Fähre zu rufen. What? Ach, der? Hier ist er, der lustig. Der stirbt mir doch weg, oder? Ich muss den wahrscheinlich verteidigen. Alter. Boah, was springt der auch so rum, ey? Okay, ich bleib stecken. Der hier arbeiten. Alter. Du bist ja verrückt. Sind die stärker geworden? Könnte natürlich sein, dass die endlos spawnen, deswegen. Alter, sind das viele. Junge, 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 Junge. Who do you think you're going there alone? Okay, okay, you can tell me the tale later. Right now we're entering the fairway and plotting a course to the base.
Was für ein Finale. The snow on the surface starts melting. The familiar rail cars are now joined with boats and fishermen. One of them appeared just in the nick of time. Soon will be docked at Venice. Pavel is most probably already there. I don't usually fish in this town, but I had a hunch they'd be biting pretty good here. What? Ah. Guck mal. Ach so, das ist das gleiche. Nee, hier. Manche Leute verstehen nicht, warum noch nicht die ganze Metro geflutet ist. Andere fragen sich, wie die Menschheit 20 Jahre lang in einem Schutz überleben konnte, der eigentlich nur für höchstens ein paar Monate gedacht war. Einige sagen, dass Menschen ebenso schwierig zu töten sind wie Kakerlaken oder Ratten. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich habe immer gedacht, dass unsere Existenz einen Sinn hat. Wir haben ihn nur nicht ganz verstanden. Oh. Hätte ich mich wohl ducken müssen. Okay. Aber schön, dass das Spiel mir da nochmal gnädigerweise geholfen hat. Some serious dudes, no refugees. Pavel. Stay quiet now. They don't like noise. And this is their world. See how they just rested? Sind das Riesenkaulquappen? Schrimps. Och, da schwimmt uns einer nach. Mietfischen. Okay, die sind aber sehr leicht zu besiegen. Denn jetzt? Hahaha.
Tja, dann. Ups. Na, so geht's ein bisschen schneller, die Reise. Alles klar? Ich habe jetzt für irgendwas Karma bekommen, für was auch immer. Charming? Seemed moody, though. Looks like somebody went through there before us and angered them. Aha, das war Pavel, ja. The fishermen are back from the seas! Yeah, I see you all right. And who might that be? I picked the guy up in the tunnel. You don't think I should have left him there, do you? Boah, der Typ ist super hier. Of course not. Es gibt halt Leute, die sind Arschlöcher in der Metro. And what would you do with one if I brought her, Semenovich, huh? You're way too old for that stuff. By the way, you better lower the gate, or else a woman might actually come. The one dressed in black and bearing a scythe. Never fear, Semenovich is going to outlive you all. Hey, Fedor, how's fishing? Not even a bite, unless you count the shrimps. And they got a few more out of me than I'd like. I was saved by this land, aren't you? Ich wurde von dir gerettet. Thanks for your help. So what exactly did happen? The shrimps were all over us as soon as we got to the fork. Almost took my raft apart. What the hell gives? Wonder. Oh, that's easy. The Reds passed through here, going to meet our esteemed neighbors. Didn't seem to care what they stirred up. Ah, so that's why. Look, Artyom, I suppose there is no hiding. Venice is full of gangsters. Julep, the scum of the earth. So don't you start any shit. I don't want any trouble. Okay. Simon! Hey! Simon! I want to talk to you! Look! Oh, wie die da am Angeln sind. In the brothel, of course. Who's that with you? This is Artyom, the scourge of the shrimps. You should see him shoot. I never met anyone quite as good as him. A gunslinger, eh? Would you help me take out a few bad guys? Simon, I freaking knew it. This is getting old. But almost all of them are gathered at the storage facility. Look. If this isn't the right time, I don't know what is. Between the two of us, we might be able to take them out. I told you countless times already, and I'm going to tell you again. No! I don't need this shit around here. Do you get me? Yeah, I got you. Right. Then I'm going to leave you two. Okay. Worum geht's? In a station of criminals. How is it he's in charge? Hey, Simon. You're good with engines, aren't you? Yeah, what's up? Don't know. It was all right yesterday. Now it's all coughing and spitting smoke. Ignition, perhaps? Well, let's take a look. I don't even know what to think. Well, just keep trying, will you? Sure, I'm not going anywhere. Ah, wir sind in Venedig. Where? Down there. Looks like some dirt to me. Ich weiß es. Gar nicht, also die Station hieß wohl nicht immer Venedig. So heißt sie erst, seitdem die Welt an der Oberfläche
kaputt gegangen ist. Auch wie die da aus den Fenstern schauen, ist doch cool. Ah, diese ganzen Details sind echt super. Da hinten wird geangelt. Oh. Da gibt's wohl Shrimp-Cocktail. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Gut, dann würde ich die mal nicht stören. So, jetzt hätte ich noch gerne einen Speicherpunkt. Dann würde ich hier nämlich auch mal Pause machen, bevor ich mich hier... Wait a bit. We're going to catch us a fish, and Aunt Nadia is going to roast it. How do you know we're going to catch fish, not cancer, like Momo? What do you mean, cancer? You don't catch it with a hook. But Mama caught it and died. I don't want to catch cancer. No, we're not going to catch it. We have a detector now. What's a detector? A thing to scare cancer away? Yeah. No, Pumpkin. It shows how much radiation there is in a fish. Does it show cancer? Well, if you eat fish which does not have much radiation, you won't get cancer. I wish we had this while your mama was alive. And how does this thing know it's a fish or cancer biting? Look, Pumpkin. You're scaring all the fish away with your questions. Go, play with the boys while I catch dinner. I don't want to. The boys are all stupid with their stupid games, with those stupid boats. I'm hungry. Does the fish bite yet, Papa? No, darling. Not yet. Papa? Nothing yet. Do you have a fish? No, darling, no. Wait a bit more, please. Ach, so geht die Zeit natürlich auch rum. Der hat schon keinen Bock mehr. Entschuldigung. Look, do you have any idea what's to deal with those cowboys? They got some sort of meeting with Hisley and the other bosses. Looks like trouble for someone. Trouble, you say? That's why Hansa is mobilizing. He even started hiring. Canned meat! Canned meat! Hansa hired some of the boys? They'll rob that caravan before it leaves the station. Not if what Hansa promises them is worth more than the caravan. They keep mentioning something about supply stores. Anyway, Hansa can't pull it off with just the bullets. They're saying the right things. We've bought two Nazi personnel carriers. Bullshit! The Nazis aren't selling their armor to nobody. They're not only selling, they're hiring grunts at Chekovskaya. That's even more bullshit. The Nazis hiring there. Look, man. The Huns are definitely in cahoots with the Nazis, and they aren't gathering up troops for nothing. They think they're gonna duke it out with the police. What? What is right? Whatever shitstorm they unleash, it will make the fight for Revolution Square seem like a walk in the park. Like they got nothing better to do than start a real war. Well, I'm not 100% sure. My gut tells me it's gonna be a blast. Also, habe ich es richtig verstanden, dass die Nazis Leute von der Hanse oder bezahlen? Dass die zusammenarbeiten? Das wäre nicht sehr angenehm. Hallo? Did you want something, young man? Make your choice. Everything's fresh. Ja, deswegen ist es eingedost. Frisch eingedost.
Ich kann leider nichts kaufen. Das Spiel lässt mich nicht. Oh. Postkarten. Oder Fotos. Ein Schlitten. Was will man denn hier mit einem Schlitten? Dreirad. Das ist tatsächlich eine ganz ordentliche Portion. So ein bisschen radioaktiv verseucht müsste das doch alles sein, oder? Naja. Ich will ja nur mal gucken. Okay, die Dame ist eine Meisterköchin, würde ich sagen. Das riecht lecker. Deswegen machen die auch alle so begeisterte Gesichter beim Essen. Naja, es füllt irgendwie den Magen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich kann dem jetzt halt auch nicht helfen, weil wahrscheinlich darf ich das gar nicht, sonst mache ich noch mehr Ärger hier. Changes mind.